Gut, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal reingehen. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Oh. Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Warum Der nicht? Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Na gut. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Also kann man die anderen Gegner in auch trotzdem handliche Stücke zerlegen. Das ist doch schon mal was. Aber gegen Untote habe ich nicht unbedingt so viel Lust. Aber gut, wenigstens. Ich meine, wir werden immer ausgenutzt für irgendwelche Aktionen und das ist ja nichts Neues, aber wenigstens hilft uns mal dabei. Kommt auch nicht häufig vor. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächtern mal einen Besuch ab. Genau, räumen wir mal auf. Moment eben. Entschuldigung. Ich hoffe, es kommen keine weiteren Unterbrechungen vor. Genau, der Zauber. Wo haben wir denn? Ach du dicke Neune. Untote vernichten. Kein Kreis, weil es die Schriftrolle ist. Mana-Kosten 5. Magieschaden 9.999. Leck mich fett. Was damit trifft, das bleibt tot. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, was wir gegen diese vermeintlichen Untoten ausrichten können. Habe ich voll Leben? Nein. Ich tanke eben kurz dabei auf. Ich weiß nicht, inwiefern. Ach, erstmal ein paar Holz- und Höhlenpilze. Wenn wir die schon einsammeln, kann man so ein bisschen futtern. Gut, rein mit uns. Was haben wir hier denn? Aha, da hinten ist eine Art Zombie, mehrere Skelette und ich wäre froh, wenn ein Skelett mal kommen würde und nicht alle auf einmal. Natürlich kommen alle auf einmal, weil sie mich lieb haben. Genau, Milton, hilf mir mal. Feuerbälle oder so. Ich habe noch eine Goblins hier irgendwie, oder? Umzingeln. Attacke! Du bist ein hässliches Skelett, kriegt das Schwert hinein, brech dir alle Rippen und die Achillessehne hinein. Hey, kommt ein Feuerball auf dein komisches Schrei und dann kommt sie meilenweit durch einen Wald. Und meine Leben verabschieden sich gerade und ich, ja, suche mal ein bisschen das Weite und male wieder ein Blutpentagramm auf dem Boden. Nein, tue ich nicht. Blutritual mache ich auch nicht. Ich möchte einfach überleben. Habe ich Heilung oder sowas? Ja. Ach, wie schön, ich hätte es. Hat zwar fast mein ganzes Mana verbraucht, aber wenigstens kein Heiltrank. Dafür ein Mana-Trank jetzt. Na gut, das ist keine ausgeglichene Gerechtigkeit. Egal, wieder rein. Milton wird, glaube ich, die Aktion. Ja, tut mir leid, Milton. Ich glaube, du bist in handliche Stücke zerlegt worden. Nee, doch nicht. Die hacken weit auf mir rum. Wo seid ihr? Da. Gott seid ihr blöd. Na gut, soll ich mich wehren. Wenn sie dumm bleiben. 52 Erfahrung. Nice. Stirb, du hässliches Skelett. Die. Cool, im Milton einen Töte kriege ich auch Erfahrung. Cool. Jetzt muss eigentlich nur der Lumpi da sein. Mal gucken, vielleicht kann ich doch ein handliches Stück zerlegen. Gott, bist du hässlich. Nee, das bringt nicht viel. Bist du ein Sumpfhai oder was? Und das bringt schon mal auch nicht viel. Gut, dann werde ich mal diesen Zauber hier mal nehmen und der verfolgt mich. Du hässlicher Troll. Nee, Untoter. Ich möchte ganz gerne den Abstand haben, weil ich habe nur diese eine Schriftrolle. Ich glaube, es tat ihm nicht weh. Was ist das denn? Wie geht's? Du siehst ganz gesund aus. Du
wirst mit Matt verwandt sein. Naja. Schlüssel. Dieser Schlüssel stammt aus einer Gruft unter einem Steinkreis. Ach nee. Und Orkischer Talisman. Schutz vor Feuer 20. Wert 1000. Naja. Ey. Sehr gut. Ich wollte ihn gar nicht geben. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Du wirst mich nicht vergessen. Ich habe was gut bei dir. Heißt das, du wirst mich nicht im Außenring verteilen, in mehreren verschiedenen Stellen? Das finde ich nett. Gut, einen Heiltrank, den können wir gerne gebrauchen. Okay, weiß ich das noch? Links, links, rechts. Okay, das war eine einfache Kombination. 3 Mana-Tränke, 2 Heiltränke, 500 Erz nehme ich auch gerne mit. Wir sind reich, reich. Ein paar mehr Pfeile, 2 Bier und 2 Dietriche. Dietriche können nie schaden. Okay, und die können wir einfach erstmal den Schlüssel haben und nochmal 500 Erz. Ich glaube, Erz haben wir nicht mehr das Problem. Nochmal ein paar Pfeile, Bier, Dietriche und ein Fokustein. Wunderbar, dann haben wir den ersten Fokustein gefunden. Ich glaube, ansonsten ist in der Gruft hier nichts weiter. Nein. Gut, dann werde ich jetzt die Schriftrolle benutzen, die uns zurück in Saturas bringt. Ich könnte natürlich auch erstmal losziehen, die anderen Steine und mehr Steine besorgen, aber die Sache ist, die jedes Mal, wenn wir zu ihnen zurückkehren und einen Fokustein bringen, kriegen wir Erfahrung. Und die möchte ich haben. Ja, ja, jetzt tust du wieder so, als hättest du die ganze Zeit gelesen, was du gar nicht getan hast. Mega, stehst du nur hier rum und dir das Däumchen, bis ich wiederkomme. Gib zu. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Yay. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Natürlich. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Bam. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Vielen Dank. Muss ich viel rennen? Mögest du in einem Stück zurückkehren. Ja, hab ich vor. Gut. Du hast dich selbst angezündet, Nefarius. Warum machst du sowas? Egal. Gucken wir mal auf die Karte. Nefarius, lernt's eigentlich. Ich würde sagen, wir haben einen Teleport zum Sumpflager. Also irgendwie Nefarius. Den Zauber kannst du mich vergessen. Jetzt fängt das halt nur selbst an. Und so, ich werde, glaube ich, den Sühner suchen, weil ich habe einen Teleport, hat ein Sumpflager. Von dort aus komme ich da, glaube ich, recht schnell hin. Du hast dich schon... Geht's noch? Aha, jetzt probier's mal, was dich nicht umbringt. Ich bin stolz auf dich. Na? Was machst du da? Eindruck. Was weiß denn Sinn dieses Zaubers, dass du dich bei etwas im Kreis drehst? Ist ein bisschen umständlich. Nur so eine Frage. Egal, hat glaube nicht viel Sinn, ihnen dabei zuzuschauen, wie er seinen Zauber da wirkt. Er wird immer dasselbe machen, weiter im Zyklus. Und er hat sie gerade wieder angezündet. Ach. Gut, ich kann meine Runen mal neu anordnen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. So, das, so wie das hier ist. Gut. Was wollen wir denn an erster Stelle haben? Packen wir mal, weil es unser Angriffszauber ist, die, wo ist das? Ah, Windfaust, gut. Dann nehmen wir mal Heilung noch. Freundlich stimmen. Telekinese, Schlaf. Den Teleporter. Und mit 10 können wir ja noch was anderes nehmen. Was gerade so einfällt. Immer Blutfliegenverwandlung. Habe ich hier noch? Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, teleportieren wir mal zurück zum, Keine Zaubereien in meiner Nähe! Ist ja gut, ist ja gut. Mensch, sind die unentspannt. Wie geht's drauf? Okay. Wieso bin ich nicht in ihn teleportiert? Das würde mir Sorgen machen. Wäre auch nicht so gesund, glaube ich. Gut. Wir leiden wieder an die Hüftkrankheit und ich gehe noch Pfosten. Was habe ich noch mal vor? Ich guck mal, wie viele Lernpunkte habe ich eigentlich? 20. Reicht leider nicht für den vierten Kreis. Deswegen spare ich noch ein bisschen. Soll nicht schaden.
dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Und werden uns wohl... Übrigens, von wegen, Lester mir erzählt, was für große Taten du in unserem Fall dabei hast. Dem muss ich eine Rede stellen, aber so immer mich hier komische Sachen zu erzählen. So, Lester, jetzt müssen wir mal... Wo ist Lester hin? Lester? Lester, du stehst sonst immer hier. Und nervst den Ball in der Map. Na, hast du was zu sagen? Erwache. Wo ist Lester? Toll, hat mir nichts zu sagen. Ja, Lester, was hast du ihnen erzählt, hä? Was für groß Sumpflage gemacht hast. Ja, super. Ja, du, Milton, da ist so ein Typ, ne? Der ist uns in Sumpflage gekommen. Hat erstmal die ganze Population ab.